Olli, du hast gesagt, du willst kein Interview, doch mit mir führst du immer ein Interview. Jetzt kommen wir schleichen. Hallo Olli. Pass auf, wir schleichen. Na Olli, komm, ich versteck dich so, dann können alle gucken. Olli, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke. Und uns auch. Hier zu sein, ist schön. Echt cool. Auch. Wir haben doch alle mehr Geld bekommen. Echt, bekommt ja auch netto mehr raus. Wenn die Krankenkassenbeiträge steigen, das steigt, ihr habt nicht mehr netto vom Brutto. Das war einmal in diesem Land. Wir leben alle im schlechtesten Deutschland und wir haben die schlechteste Bundesregierung, die wir hatten. Wow, ist das schön hier. Olli, du hast gesagt, du willst kein Interview, doch mit mir führst du immer ein Interview. Jetzt kommen wir schleichen. Hallo Olli. Ran. Pass auf, wir schleichen. Na Olli, komm, ich versteck dich so, dann können alle gucken. Olli, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke. Schön ran und jetzt. Uns auch. Hier zu sein, ist schön. Echt cool. Hier waren wir noch nie. Also wir sind an 6 Demo-Orten, haben wir erzählt, mitgefahren. Bis Leipzig dann kam und dann Weißenfels und dann dachten wir, jetzt muss es kommen. Ja, finde ich ja super. Vor allem ne, der Weg von Berlin nach Naumburg ist jetzt auch nicht ohne. Das stimmt. Von daher freue ich mich natürlich riesig, dass ihr da seid. Ne? Vielen Dank für die Einladung. Wie viel seid ihr beim letzten Mal gewesen? Wir sind beim letzten Mal gewesen ca. 60, 70 Leute und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ca. 20 Fahrzeuge. Okay. Also wir aus Berlin haben 6 mitgebracht, 6 Fahrzeuge und 10 Leute. Können wir nur mehr werden, oder? Das wollen wir mal hoffen. Wollen wir mal ganz stark hoffen. Also unser Lauker, wie ist zuerst angekommen, der dachte dann auch schon, oh, wo sind die denn alle? Hier ist doch ein Flohmarkt und sonst ist doch hier gar nichts. Ja Leute, das ist wieder die übliche Schikane. Jetzt denken sie, ui, wir wären ein wenig mehr und der Olli lässt auch nicht nach. Dann bauen wir hier mal einen Flohmarkt hin. Olli hat mir schon erzählt, eigentlich sind die Absperrungen hier auch nicht. Und dann ja, gehen sie mal in die äußerste Ecke. Aber da haben sie nicht mit uns gerechnet, weil wir haben ungefähr 3000 Watt mit an Bord. Mal gucken, ob wir den Flohmarkt ein bisschen aufklären können. Sollte ausreichend sein, oder? Den zu beschallen, denke ich mal. Olli, was hältst du von der ganzen Situation? Jetzt sind ja Bauern, Mittelstand und wie es alt heißt, mit dazugekommen. Den müssten wir doch eigentlich so schnell wie möglich auf unsere unterste Stufe hieven, damit wir eine Einheit bilden, oder? Oder siehst du das anders? Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei wir es wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen schwerer haben werden. Die Bauern, wenn jetzt früher wieder losgeht, die müssen Felder bestellen und so weiter und so fort. Ja. Da denke ich mir mal, werden die Bauern wegfallen. Was ich ein bisschen traurig finde, dass zu all diesen Demos die Bauern nicht anwesend sind, dass sie da eigentlich irgendwo ihr eigenes Süppchen kochen, finde ich nicht ganz okay. Aber ja, das kennen wir aus den letzten Jahren. Das ist immer so Bauchschmerzen, weil wir waren ja auch dreimal bei den Bauern in der Corona-Krise und wollten mit ihnen ins Gespräch kommen und auf die Probleme hinweisen, aber wir wurden ja alle irgendwie weggeschickt. Gut, jetzt sind sie aufgewacht. Der Erwachungsprozess geht ja bei jedem los. Mich stört so ein bisschen, wenn sie immer sagen, jetzt sind wir da und jetzt werden wir es schaffen. Aber jetzt nach 5 Wochen, wir sind ja auch mit Bauern im Gespräch, kommen die ersten Bauern schon und sagen, es werden ja gar nicht mehr. Darauf warten wir alle, oder? Das ist das große Problem. So sieht's aus. Wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass jetzt im Laufe der Zeit mehr Leute wären. Sollte langsam jeder aber begriffen haben, was hier abgeht. Muss dass das die Regierung definitiv ich weg muss. Safe. Wie schon bei dem Meierer draufsteht, Stecker ziehen und sofortige Neuwahl. Ne? Da weißt du, was gefallen hat. Die Frage ist bloß, was kommt dann? Olli, ich möchte dich bitten, zu meiner Frau zu gehen. Da ist die Silke. Die packt unsere 2 Hauptbanner aus und du suchst ja aus, welche wir nehmen. Alles klar, super. Okay, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Olli. Was denn? Wo man doch mit Papierscheine gezahlt hat und wo du und Oma überall hingehen konnten, ohne der Schiffskarte, die ich damals aus Berlin bekommen habe. Ja, es war Ungeschwindigkeit. Jeder hat da Arbeit, genug zum Essen und konnte sein eigenes Leben bestimmen. Oma und ich waren auch dankbar. Wir sind euch nicht sehr gut. Warum ist die Zeit denn so gut? Warum ist die Zeit noch nicht gegeben? Warum ist die Zeit noch nicht gegeben? Aber die Politiker haben es einfach. Steht auf, 3.3.2024. Hier bin ich. Die Naumburger laufen alle 14 Tage. Wir treffen sich und versuchen diese Abwendung weg. Aber jeder sollte sich dann überlegen, was kommt danach. Was kommt nach dieser Ampel? Die einen werden sagen, da kommen dann die Blauen und die werden uns retten. Ich sage euch, die Schweine werden ausgetauscht, der Druck bleibt der gleiche. Deswegen müssen wir ganz langsam anfangen,
uns mal darum zu kümmern, was hier in Deutschland überhaupt los ist. Dankeschön. Und das, was jetzt passiert, ist nach unserer Meinung auch wieder Angstmache. Angstmache vor einem Krieg, der der Agenda 2030 widersprechen würde. Der davon noch nicht gehört hat von dieser Agenda, sollte sich den letzten Satz genauestens durch den Kopf gehen lassen. Ihr werdet nichts besitzen und werdet trotzdem glücklich sein. Mensch, hört sich toll an. Oder schaut alle mal auf euren Gehaltszettel. Wow. Wir haben doch alle mehr Geld bekommen. Ihr Lieben. Echt, bekommt ihr auch netto mehr raus. Wenn die Krankenkassenbeiträge steigen, das steigt, ihr habt nicht mehr netto vom Brutto. Das war einmal in diesem Land. Wir leben alle im schlechtesten Deutschland und wir haben die schlechteste Bundesregierung, die wir jemals hatten. Ist das schön hier. Und das ist nachweisbar. Ach, und wir haben darunter Bundesminister, die ganz unverhohlen uns anlügen. So sieht die Wahrheit aus. Und nicht diese Wahrheit, dass hier alles schön ist. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt gegen die Sonne. Ich guck mal, dass ich ein bisschen seitlich gehe. Was ein schöner Rathausplatz. Wer selber Kinder hat oder Kinder bekommt, möchtet ihr eure Kinder neben den ganzen anderen Gewaltproblemen, die das sieht richtig klasse aus hier. Ich hoffe, wir machen hier eine kleine Zwischenkundgebung, weil der Platz bietet sich ja förmlich an. Alles schöne alte, ja, Fachwerkhäuser, aber liebevoll gestaltete Häuser. Sowas feiere ich. Definitiv, also Dennis, das ist ein Augenschmaus. Ich reiß mal auf. So, haben wir das nochmal in einem Weitwinkel. Was ein schönes Bild. Denkt ihr das wirklich? Denkt ihr wirklich, dass es Deutschland noch gut geht? Denkt ihr wirklich, dass wir noch vorankommen? Denkt ihr wirklich, dass unsere Wirtschaft immer noch ganz oben ist? Mittlerweile sind wir hinter Russland abgefallen, nur zur Information. Und wir werden in kürzester Zeit noch weiter runterfallen. Oder denkt ihr wirklich, wenn die Bundesregierung oder die Medien vor allen Dingen, die Medien, und ich habe letztens erst, wollen wir auf die Medien kommen, weil das ist eigentlich unser Feind seit fast 4 Jahren, seit 40 Jahren. Vielleicht war es damals noch nicht da sichtbar, aber seit den letzten 4 Jahren schon. Es ist für mich keine Lügenpresse, wie manche sagen, es ist für mich aber eine Weglass- und Lückenpresse. Das, was eigentlich alle interessieren sollte, lassen Sie einfach weg. Das interessiert keinen. Wofür sind Sie denn? Sind Sie noch neutral? Berichten Sie kritisch? Hinterfragen Sie unsere Politik? Dafür wurden diese Menschen eingestellt. Und wenn man dann Herrn Kniff gehört, Chefintendant des Öffentlich-Rechtlichen von der ARD, der verdient genauso viel wie der Bundeskanzler. Und dafür sind unsere fast 8 Milliarden Euro, 8 Milliarden Euro für die rechtlichen, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, alle, die dazugehören. Passt euch das? Ist das noch zu wenig? Ist das zu viel? Keine Ahnung. Jeder hat seine eigene Meinung. Und genau deswegen stehen auch die Naumburger hier, um Meinungen vielleicht auszutauschen, um wieder ins Gespräch zu kommen. Aber eins, darüber lässt sich, glaube ich, nicht streiten, dass dieses Land langsam hinter diese Wand fährt und wir diese Wand schon durchbrochen haben. Und diese Ablenkungsmanöver laufen ohne Ende. Wir, die hier laufen, die wissen das schon, wir haben darüber schon gesprochen, aber ihr nicht. Ist Russland, Ukraine Ablenkung oder Wahrheit? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, ich war nicht da, deswegen halten wir uns dort zurück. 1 Billion Euro Einnahmen. 1 Billion. So viel, wie wir noch niemals in diesem Land erwirtschaftet haben. Und unsere Rentner gehen Flaschen sammeln. Unsere Rentner werden abgehängt. Und das, was wir zu Corona-Zeiten schon auf der Straße gesagt haben, wir sollen unsere Alten schützen, ist jetzt noch extremer.
Denn wer den Berater von François Mitterrand 1984 mal gehört hat, und das ist mittlerweile in den Öffentlich-Rechtlichen angekommen, der dort schon sagte, Menschen ab dem 65. Lebensjahr benötigen wir nicht, denn sie haben ausgelebt, sie haben keinen Nutzen mehr und wir Menschen müssen nur für diese alten Menschen zahlen. Respekt, was für eine Unverschämtheit von diesen Menschen, die auch irgendwann alt werden, vielleicht im Rollstuhl sitzen, nicht mehr arbeiten können und dann hier nur noch hinvegetieren. Wir sollten wieder menschlich werden. Eigentlich dachten wir alle, in dieser Corona-Krise werden wir weiterhin zusammengeschweißt. Das Gegenteil ist nach meiner Meinung passiert. Wir haben uns noch mehr teilen lassen durch diese Ablenkungsversuche. Einen haben wir schon, Ukraine, Russland. Der zweite kam mit dem Nahostkonflikt, der irgendwann ausbrechen musste. Jeder hat seine eigene Meinung, lieben aber Dank, viele Christine. Menschen sind auf diese Seite und diese Seite gewechselt. Und schon wieder kam die Teilung. Was kommt jetzt? Jetzt kommt der Krieg in Europa. Jetzt warten wir alle, bis der Russe hier einwandert und uns überrollt. Seid ihr wirklich der Meinung? Der eine oder andere hat vor ein paar Tagen oder vor ein paar Stunden irgendwelche Videomitschnitte, Telefonate von irgendwelchen Bundeswehroffizieren, Brigadegeneralen gesehen. Denkt ihr wirklich, das ist echt? Ist nur meine Meinung. Und das wird irgendwann rauskommen, das ist so ein Fake, dass es gar nicht geht. Jeder, der irgendwann in einer höheren Ebene der Bundeswehr gearbeitet hat, wird sagen, das sind Spinner, das sind niemals Offiziere der Bundeswehr. Davon mal ganz abgesehen, wer denkt, dass unsere Bundeswehr noch hier irgendjemanden verteidigen kann, da sind wir alle besser dran. Wir können uns alle eigenen verteidigen, selbst am besten verteidigen, weil ich der Meinung bin, dass es zu keinem Krieg kommen wird. Niemand wird einen dritten Weltkrieg ausbrechen lassen, weil der ist schon längst im Gange. Merkt ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Seht ihr die Globalisierung nicht? Seht ihr die Digitalisierung nicht? Seht ihr nicht, wie sie mit unseren Kindern umgehen, mit uns umgehen, die letzten 4 Jahre? Verschließt ihr wirklich die Augen? Die Psychiatrien sind in Großstädten voll durch diese Corona-Krise. Unsere Jugend wurde abgehängt. Abgehängt. Das sagt nicht nur die PISA-Studie. Jedes Elternteil, was hier zuhört, kann sich jetzt von mir aus umdrehen und schämen, dass sie das mitgemacht haben. Wenn wir bei der Corona-Krise sind und jeder denkt, sie ist vorbei, dann sage ich euch, sie ist nicht vorbei. Und wir haben uns alle hier mal, die auch hier laufen, vor 4 Jahren hier auf der Straße getroffen, weil wir alle Angst haben, was jetzt passieren wird in diesem Land. Wir wurden eingesperrt, was wir eigentlich nicht hätten dürfen sollen. Hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das war Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, das ist verfassungswidrig gewesen. Lockdowns waren verfassungswidrig. Schulschließungen waren verfassungswidrig. Und ihr habt alle mitgemacht? Ich nicht. Ich bin zum heutigen Tage ungetestet und ungeimpft. Und ich bin stolz darauf, dass ich nicht zweimal gestorben bin. Und ganz zum Anfang habe ich auch nicht gearbeitet. Ich dachte, das eine Jahr, was du zu Hause bleiben kannst, wenn man hier in diesem System ist, widmet man sich diesen Menschen und diesem sogenannten Widerstand und versucht, die Leute aufzuklären. Es gibt sehr wenig Aufklärer in diesem Land noch, weil viele, viele Gruppen auf diese Ablenkungsthemen raufspringen. Bitte, liebe Menschen, ich bitte euch, kommt mit allen Menschen wieder ins Gespräch. Erkundigt euch, was hier gemacht werden soll. Erkundigt euch, was der WEF macht. Wir hatten im Januar die Bauernproteste in Berlin. Unsere Politiker waren in Davos, weil das war wichtiger. Das sogenannte World Economic Forum, gegründet von Klaus Schwab. Er ruft dieser alte, greise Mann und alle kommen zu ihm und wollen hören, wie es in dieser Welt weitergeht. Dort werden die perfiden Pläne geschmiedet. Und ich bin froh, dass wieder eine Berufsgruppe auf der Straße ist, die Bauern und der Mittelstand. Aber es sind verdammt nur Menschen. Wir sind alles Menschen, hier, da, und wir sollten endlich alle zusammenstehen. Auch die Exekutive haben wir die ganzen 4 Jahre gesagt, wenn ihr die Uniform nicht anhättet, dann seid ihr normale Menschen. Wenn ihr Feierabend habt, dann seid ihr normale Menschen und habt genauso mit dem Problem zu kämpfen wie wir. World Economic Forum, einfach mal googeln oder irgendwelche anderen Suchmaschinen nehmen, die es in dieser Welt auch noch gibt. Es gibt nicht nur Google, es gibt nicht nur PayPal. Das ist die Globalisierung. Wir werden in ein Gefängnis getrieben. Seht ihr das nicht? Und viele fragen sich, was können wir machen? Die meisten sagen, die Ampel muss weg. Okay,
dann gehen die alle. Wer kommt dann? Haben wir gesagt, dann kommen die Blauen vielleicht. Und was machen die? Das sind auch Politiker. Liebe Leute, ihr müsst mal überprüfen, Kommunalpolitik mit der Bundesebene. Die Bundespolitiker sitzen alle am gleichen Trog. Und deswegen, wenn wir hier was ändern sollten, dann sollten wir in erster Linie, und jetzt hört bitte alle zu, weil wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen uns um das Besatzungsrecht kümmern, was ein ganz heikles Thema hier in diesem besetzten Land ist. Und wir müssen uns um unsere Souveränität kümmern. Souveränität. Verstanden? Souveränität. Und jeder, der denkt, dass das ein Thema ist, was rechts ist. Nein, das ist national. Das hat nichts mit rechts zu tun. Wir dürfen doch alle Nationalstolz haben, oder wird uns das auch aberzogen? Vielen Dank fürs Zuhören und steht zusammen, weil wir sind alles nur Menschen, verdammt. Und schützt unsere Kinder und die Alten und Schwachen in diesem Land. Fußballstadion und habe meine Mannschaft unterstützt. Papa, wo warst du, als die Turnhalle unserer Schule in eine Asylunterkunft umgebaut wurde? Ich habe mich nicht getraut, mit den vielen anderen auf die Straße zu gehen, weil die Medien die Demonstrationsteilnehmer immer wieder als Nazis bezeichnet haben. Papa, warum bist du nicht mit auf die Straße gegangen, als die Vergewaltigungen und Messermorde in unserem Land begonnen haben? Weil ich zu beschäftigt war mit der Arbeit und mein Arbeitgeber mir immer wieder gedroht hat, mich zu entlassen, wenn ich auf solche Demonstrationen gehe. Papa, ist dir Geld, Fußball und deine Freizeit wichtiger als deine eigenen Kinder? Gehe mit den Leuten auf die Straße, bevor es zu spät ist. Tue es für deine Kinder und schließ dich den Protesten an. Ich trage dir den Sack, Mama, jetzt mit dir los. Jetzt ist in Stendal. Dort haben wir uns mit Menschen unterhalten, die eigentlich viel lauter sein müssten. Da war ein Dachdecker, der hat zum Ende des Monats seinen Job gekündigt bekommen, weil die Aufträge fehlen. Das gibt es auch, weil die Leute kein Geld mehr haben in den kleineren Städten. Dann hatten wir jemanden, einen Selbstständigen, einen Garagenbauer, der gesagt hat, ich halte noch 3-4 Monate durch, dann bin ich pleite. Denn die kommen, wenn alles vorbei ist, das Häuschen steht, der Garten ist gemacht. Und dann fällt der Frau ein, wir brauchen noch eine Garage. Wenn sie dann den Preis hören, dann sagen sie, können wir uns nicht leisten. Der ist auch pleite. Wie lange sollen wir noch warten, bis wir irgendwas bewegen hier in diesem Land? Und nicht gewaltvoll oder irgendwie. Wir müssen, dabei bleibe ich. Das hat sich bei mir auch erst festsetzen müssen. Und den Uwe könnt ihr auch fragen. Wir sind häufig miteinander unterwegs. Wir sind auch bei den sogenannten Linken dabei. Wir sind auch bei der Antifa dabei
und wollen dort immer ins Gespräch kommen, immer in den Dialog, weil auch bei uns in Berlin gibt es ja nun wie in Österreich die Omas gegen rechts. Wir sollten Omas gegen oder Omas für Menschen mal gründen, mal gucken, ob das klappt. Die stellen sich dann in Berlin hin und sagen, wir fordern die andere Seite auf, mit uns in den Dialog zu kommen. Also schon der Abschnitt mit der anderen Seite, wo ist denn die andere Seite? Seid ihr besser oder seid ihr schlechter als wir oder sind wir nicht alle gleich? Ihr habt bloß eine andere Denkensweise vielleicht, aber sonst? Und wir müssen ins Gespräch kommen, weiterhin, bitte. Und das Wichtigste, und dann muss ich Schluss machen. Olli, wir müssen uns danach nochmal unterhalten. Ich glaube, die Menschen, die mit dir laufen, die haben da, glaube ich, so eine gleiche Einstellung wie ich. Das hatten wir auch alles in Berlin mit unserer Exekutive und mit Ordnungsamt. Also mir sagt keiner mehr, wann ich zu laufen habe oder wann ich zu laufen habe. Ich bleibe stehen und mache ich. Wenn die Leute zuhören wollen, das ist wichtig. Das wollen die nicht. Das kommt von oben. Hey, da sprechen welche. Die sprechen vielleicht die Wahrheit, um Gottes Willen. Das ist hier nicht gewünscht. Wir haben auch Schriftstücke von der Polizei, ja, haben wir persönlich aus Nordrhein-Westfalen, lieben Dank, wo ganz klar gesagt wird, mit Straftaten müssen wir ein bisschen vorsichtig umgehen, ja, wenn die andere begehen, außer wir. Aber das Einzige bleibt, das Erste, was jetzt kommt, das sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben, ist der WHO-Pandemievertrag. Der wird im Mai beschlossen. Leute, wer euch sagt, der wird nicht beschlossen, okay. Weil, wenn der nicht beschlossen wird, dann ist die WHO am Ende. Das hat die WHO selbst verkündet. Deswegen ist es das wichtigste Ziel dieser NGOs, so nennt man die heutzutage, ja, nicht gewählte Regierungsorganisationen, sage ich immer schön dazu, wenn die nicht da bleiben, dann klappt dieser ganze Plan nicht. Aber die sind so miteinander vernetzt und schieben sich die Arbeit zu und die Posten zu. Bleibt im Gespräch, bitte, bleibt im Gespräch. Glaubt nicht alles, was aus dem Fernseher kommt. Informiert euch. Redet miteinander. Alle Menschen, redet miteinander. Und das bleibt zum Schluss. Hände weg von unseren Kindern. Auf jeden und Fall. Hände weg von unseren Alten und Schwachen. Denn wir stehen für Frieden, Freiheit und Souveränität. Denn wir sind alles Menschen und müssen zusammenstehen. Vielen Dank. Ich ziehe mein Hut vor, macht weiter. Weitermachen. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Ja, die Ampel muss weg, aber überlegt euch alle, was danach kommt. Ja. Bitte. Vielen Dank.